Ein Wochenende mit Stammtischen in München, Frankfurt und Berlin. Da werde ich von berichten. Dann haben wir heute noch einen Deal of the Day. Da ist Singapore Airlines wohl involviert. Wir haben des Weiteren dann noch TUI will die Flughäfen verklagen. Und dann geht es weiter mit, warum die Reisebranche der Meinung ist, dass die Inflation eine Chance sein kann. Und wir haben noch einen Deal, wer bei Qatar Airways im Privilege Club sammelt, kann mit einem One World Partner doppelte Meilen sammeln. Ja, an dieser Stelle erstmal danke an Trez für das wunderbare Bild. Wer es nicht gesehen hat, ist natürlich ein 380er, ist die Mike Alpha der Lufthansa, also das erste Lufthansa A380er Flugzeug, als es abgehoben hat in Finkenwerder. Das ist natürlich ein cooler Einstieg zu dem Thema Stammtischen. Aber ihr wisst ja, normalerweise fangen wir immer an mit dem Abonnierbefehl. Abonniert den Kanal, macht die Glocke an, lasst ein Like da, aber auch kommentieren. Ganz ja, das war ein Geschenk, was ich erhalten habe. An dieser Stelle nicht nur Dank an Trez, sondern auch an Air Baltic, die es ermöglicht haben, dass ich das Bild gefahrlos ohne Kratzer mitnehmen konnte auf den Flügen. Also insofern auch nochmal an Air Baltic Dank. Ja, die Stammtische fangen wir einfach mit München an. War im Augustinerkeller. Wir waren da zu einigen Leuten. Ihr habt ja das Bild gerade, was ihr seht vom Stammtisch. Wir haben uns über Themen unterhalten, die die ganze Bandbreite des Vielfliegerlebens betreffen. Ich habe natürlich auch Werbung für die Vereinigten Passagiere gemacht, habe auch erzählt von dem Kreditkartenthema USA, habe da auch hoffentlich einige von überzeugen können. Und dann das nächste Thema ist dann ganz einfach Frankfurt. Ja, dann sind wir zum Stammtisch nach Frankfurt. Das war der bestbesuchte Stammtisch. Ihr seht das ja an dem langen Tisch. Wir mussten sogar anbauen. Wer war da? Ja, ich kann die Namen alle gar nicht aufzählen, weil ich mich leider nur an meinem Ende mit den Leuten unterhalten konnte, weil die anderen wirklich so weit weg waren. Wir waren, glaube ich, zur Spitzenzeit irgendwie knapp 20 Leute. Mario war da, er musste leider früher weg. Und ja, die Vereinigung Passagier hatte dort ihre Jahreshauptversammlung gehabt. Und ja, der Ausklang war dann halt der Stammtisch. Ich weiß gar nicht, wie lange es gegangen ist. War es 11 Uhr? Ich erinnere mich nicht. Es waren einige Getränke involviert. Themen waren wie immer. Wir haben über alles geredet. Wir haben Hilton abgearbeitet. Leute haben Hilton verteidigt. Ich habe Hilton natürlich logischerweise wie immer mit meiner charmanten Art dahin gerückt, wo ich sie sehe. Wir konnten uns dann einigen, dass jeder natürlich das mögen darf, was er mag. Was haben wir dann gehabt? Dann hatten wir den Stammtisch in Berlin. Das war unser elitärster Club. Da kam Erich als Neuzugang hinzu, hat ja auch dann direkt gezeigt, was ein Apotheker sich so alles leisten kann. Helikopter, Lambo, für die Insider natürlich auch nur. Ja, also wie gesagt, Stammtische waren sehr, sehr toll. Wir haben auch einen Stammtisch am 12.09. in Frankfurt. Dieser Stammtisch ist wie immer an dieser Stelle zu, ja, wie soll man es nennen? Ihr solltet diesen Stammtisch im Kalender anstreichen und kommen, weil es gibt bei dem Stammtisch Sachen zu gewinnen. Und im Gegensatz zu normal sind Stammtische umsonst. Dieser Stammtisch ist eigentlich auch umsonst, aber uneigentlich, wenn ihr an dieser Verlosung teilnehmen wollt und ein Los kaufen wollt, könnt ihr dies für 10 Euro pro Los. Und es gibt tolle Preise zu gewinnen im Wert von mehreren hundert Euro. Ja, ganz genau. Wir verlosen sie. Ich denke, das wird die fairste Kiste sein. Gibt es noch was zu erzählen? Nein, ich denke, alle, die beim Stammtisch waren, wissen ja, was beim Stammtisch gesagt wird, bleibt beim Stammtisch. Oder ansonsten, sie kommentieren unten, wie sie es gefunden haben. Das erste Thema heute ist, TUI will Flughäfen in Regress nehmen. Die Flughäfen waren ja ein Hauptgrund, warum Fluggesellschaften, ach, ich mache mal die Kamera so ein bisschen weiter, dann seht ihr mich auch ein bisschen besser. Die Fluggesellschaften sind ja nicht happy,
gewesen im Prinzip, weil die Flughäfen, wie war das jetzt nochmal der Satz, ganz genau, die Fluggesellschaften waren nicht happy, weil die Flughäfen aufgrund der Kapazitätsengpässe die Fluggesellschaften gezwungen haben, Flüge zu streichen oder dann halt halb leer zu starten und auch Kompensation zu zahlen. Sebastian Edel ist der Geduldsfaden gerissen. Er sagt, dass TUI alleine 200 Abflüge streichen musste. Wir haben ja auch ein Beispiel in den Niederlanden. Da ist ja aus der Fernsehshow heraus entstanden, dass der Amsterdamer Flughafen Leuten eine Kompensation gibt. Ja, ganz genau. Und ich denke, dass da auch nicht die Kompensation in mehreren Millionen Euro, einige sprechen sogar von 100 Millionen Euro, weil natürlich auch Hotelaufenthalte, Umbuchungen und sonstige Folgekosten bezahlt werden müssen. Denn Wartezeiten von 4 Stunden und dann erst, wenn man 4 Stunden vor Abflug da ist, darf man rein, ist natürlich ein Problem. Besonders schlimm sei die Lage in Manchester gewesen, denn er sagt ganz einfach, dass die Entschädigung bei der TUI 75 Millionen alleine gekostet hat. Und es hat auch Buchungseingänge belastet. TUI ist eine der Fluggesellschaften, die ihre Flugpläne einhalten konnten, auch wie die Condor, weil sie halt das Personal nicht entlassen haben. Ich denke mal, dass die signifikanten Schadensersatzforderungen, die der Herr Ebel da in den Raum stellt, das Verhältnis zwischen Flughäfen und Fluggesellschaften durchaus belasten. Aber ich glaube, dass das ganz einfach eingeführt werden sollte, weil ich meine, wir kritisieren ja Fluggesellschaften sehr gerne, sehr oft, aber in dem Fall haben sie wirklich nichts getan, weil das ist das Problem der Flughäfen. Ist ja so, Fluggesellschaften melden ja die Passagierzahlen im Voraus und dann sollte es wirklich gehen. Inflation ist ja in aller Munde, jetzt ist ja auch der Preis für diesen Gaszuschlag in Deutschland gefallen. Für Haushalte sind das teilweise mehrere hundert Euro im Jahr mehr Gaskosten und die Inflation ist ja auch merklich, Produkte werden teurer. Viele Produkte werden ja auch teurer, einfach nur, weil sie teurer werden und Sog der Geschichten, weil die Leute sagen, wir können hier ein bisschen mehr Profit machen. Gibt ja auch Produkte, die zum Beispiel die Packungsgröße ändern und den Preis erhöhen. Also einmal weniger drin, aber dafür teurer, ist auch nicht schön. Aber die Fluggesellschaften, also die Reisebranche im Besonderen, sieht da eine Chance bei der Inflation. Warum? Ganz einfach, weil diese Geschichten ein Umdenken bei den Passagieren bewirken. Und wenn man sich das anguckt, bei FTI wird gesagt, dass die Leute jetzt mehr auf Pauschalreisen gehen, weil sie damit abgesicherter sind. Würde aber meinen Augen eher dazu zu Lasten der Individualreisen gehen. Ich persönlich bin ja kein großer Freund von Pauschalreisen, weil es mich ja darum, ich nenne es jetzt einfach kastriert, um die ganzen Punkte und Status selber zu erfliegen, weil bei vielen Chartern gibt es ja auch keine Status-Benefits. Wir haben ja im Forum regelmäßig die Frage, ja, ich fliege mit der Eurowings, bin Senator, komme ich in die Lounge? Nee, kommst du nicht, weil es ein Charterflug ist. Ja, was soll man noch erzählen dazu? Ich denke, dass natürlich jetzt die Schuldfrage auch gefragt ist, auch in Bezug auf den Thema, das, was ich davor hatte. Wer ist denn schuld an dem Chaos gewesen? Ich denke, alle sind gleich schuld, Bundesregierung, Flughäfen, dann die Dienstleistungsanbieter und die Flughäfen. Also man hat da ganz fahrlässig reagiert. Fluggesellschaften, einige ganz besonders, die halt mehr Flüge angeboten haben, als sie hätten anbieten können und wussten, dass sie die überhaupt nicht beredern können. Das als Stichwort. Lass uns positive Dinge besprechen. Und da ist in meinen Augen ein positives, das Qatar Airways im Moment anbietet mit dem Privilege Club. Ab 1. September bis zum 30. November 2022 könnt ihr, wenn ihr auf Flügen der Iberia fliegt, doppelte Meilen sammeln. Wichtig ist, die Flüge müssen gebucht werden nach dem 15. August bis zum 30. November auf der Qatar-Seite. Und man kann natürlich die Punkte, die man bekommt und natürlich bei Qatar gesammelt hat, verschieben. Die könnt ihr auf Iberia verschieben, die könnt ihr auf British Airways verschieben, weil es sind Avios. Und Avios ist halt die Währung und das ist in meinen Augen eine sehr, sehr gute Geschichte. Wenn man natürlich mit Iberia fliegen möchte, macht es natürlich Sinn, das über Qatar zu buchen. Ansonsten halt natürlich immer den Preis vergleichen, dass ihr jetzt nicht etwas bucht, was teurer ist, weil das dann die doppelten Meilen aufheben. Gibt es ein anderes Thema, was geiler ist? Ja, natürlich, was geiler ist als doppelte Punkte, ist Deal so ein Deal. Der Deal heute ist Singapore Airlines von Bangkok nach Frankfurt
für unter 2000 Euro. Ganz genau. Der Flug geht natürlich in der Buchungsklasse D. Restriktionen gibt es einige. Man muss die Reise am 1. Januar beginnen, muss bis zum 31. März 2023, ist schon fürs nächste Jahr, muss man diesen Flug ganz einfach absolviert haben. Buchungsklasse ist D. Preis ist roundabout 1900 Euro. Dann Restriktionen gibt es keine. Minimumaufenthalt gibt es keinen. Maximumaufenthalt gibt es ja 12 Monate laut Tarif. Aber ihr wisst ja, wie ich gesagt habe, dass man halt wirklich dieses Ticket da bis zum 31. März abgeschlossen hat. Also insofern ist es maximal 3 Monate. Ich weiß mal gar nicht, was die da mit 12 Monaten nicht rechnen können. Das Ticket ist nicht refundierbar, aber es ist umbuchbar für $250 gegen Reissue Revalidation. Das ist eine coole Geschichte. Wenn man einfach guckt, Bangkok, Singapur und dann weiter nach Frankfurt und von Frankfurt zurück über Singapur ist in der Meilenausbeute auch interessant. Es gibt 29.000. Ich blende euch heute mal einfach die Zahlen ein. Das machen wir mal. Andere Perspektive. Können wir nochmal aufs Bild gucken? Ja, geil, ne? Kann man es überhaupt voll sehen? Ja, ne? Ja. Also insofern, die Meilen blende ich euch einfach mal ein und ich gehe sie dann einfach mal durch. Air China hat 29.238, Scandinavian Airlines 21.802, Air India 18.166, All Nippon Airlines 18.166, so viele Zahlen. Dann haben wir Avianca noch, die haben ja alle diese 18.166. Lufthansa Miles & More hat nur 15.532 und lustigerweise, und das hatte ich ja auch am Stammtisch gesagt, Air New Zealand wieder 0 Punkte. An dieser Stelle sind wir auch schon wieder durch mit der heutigen Folge. Ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert, die Glocke anmacht, ein Like da lasst und vor allem, ganz, ganz wichtig, unten kommentiert. Und wenn ihr beim Stammtisch wart, schreibt einfach rein, wie ihr den Stammtisch gefunden habt. Deshalb danke und bis morgen und freue mich. Bis dann. Ciao.